Heider Heide, Jugendsprache. Heißgeliebte Pansen, ihr werdet es nicht glauben. Als ich wie jeden Sonntag in meiner Badewanne voller Bargeld lag und auf mein mobiles Endgerät schaute, und damit meine ich nicht meinen Pipan, traf es mich wie ein Football in die Leisten. Die Sprachbuben von Langenscheid wählen derzeit wieder das Jugendwort des Jahres. Und wie jedes Jahr weiß eigentlich kein Zipfel, was die oralen Auswürfe eigentlich bedeuten. Doch keine Angst, euer sexy Heider ist ja da, und da ich Streetcred über 258 habe und meine Mom sogar mal für die Straße gekämpft hat, erkläre ich euch jetzt die wahre Bedeutung der nominierten Begriffe. Und ja, meine Mom sieht aus wie Emilia Clarke. Earthporn. Angeblich ja das Jugendwort für eine schöne Landschaft, aber das ist natürlich falsch. Durch den großen Boom der Pornoindustrie in Amerika der frühen 70er überschwemmten auch schnell abgedrehte Filmchen, sogenannte Billigbumster, den Markt. In den absolut schäbigsten war nicht mal genügend Budget für ein Bett vorhanden. Das Nümmerchen wurde also direkt auf dem Boden abgezogen. Das erklärt natürlich auch die Frage, weil es einfach unglaublich unbequem ist, Herrgott Sakra. Und so war der Begriff Earthporn geboren. Übrigens nicht zu verwechseln mit Airporn, Waterporn oder dem Bruce Springsteen-Album Porn in the USA. Disco Pumper. Laut Definition jemand, der nur dafür trainiert, um in der Disco gut auszusehen, ist natürlich völliger Quatsch mit Klößchen und Süßchen. Oh leck, schaut's euch heute den Knädel oh. Hier die Wahrheit. Wer schon mal in der Disco war, weiß, dass dort die Scheißhäuser circa 2,5 Minuten nach Einlass aussehen wie ein geplatzter Elefantendickdarm. Und weil der Mensch nach tausenden Jahren immer noch nicht Herrscher über seinen Stuhlgang ist, rufen besonders luxuriöse Bonzen-Dissen bei Notfällen den sogenannten Disco-Pumper. Unter dem Motto Disco-Pumper pumpt so sauber, dass man daraus essen kann, begeistert er damit selbst auf Großraumveranstaltungen die Massen. Shippen. Offiziell soll dies eine Beziehung eingehen bedeuten und sich aus dem Englischen Relationship ableiten. Zum Beispiel ich und Kevin shippen jetzt. Ist natürlich falsch. Shippen ist nichts anderes als die amerikanisierte Variante von Schiffen, also Pinkeln, häufig verwendet in folgenden Sätzen. Es hat geschippt wie aus Eimern. Torben, schippst du etwa schon wieder ins Kinderbecken? Ich hab dem schlafenden Alpha Kevin auf den Kopf geschippt. Hashtag läuft bei mir. Eierpfeile. Heißt übersetzt angeblich Fahrrad, ist natürlich nicht wahr. Ursprünglich nämlich im Mittelalter als Folterwerkzeug eingesetzt, erfreut sich die Eierpfeile heutzutage dank neuer Bauweise größter gesellschaftlicher Beliebtheit. Ist auch kein Wunder, führt doch vor allem das Tragen unangenehm enger Beinkleidung zu schmerzhaftem Scheuern und dadurch zur Bildung von Hodenhornhaut, umgangssprachlich auch als Sackpanzer bezeichnet. Ich erinnere mich da gerne an einen der bekanntesten Werbeslogans der 80er. Was am Tag du sehr in Eile, gib dir abends Eierpfeile. Oh. Wird fälschlicherweise als Großeinkauf, der in sozialen Netzwerken präsentiert wird, definiert. Und dabei liegt die Antwort doch viel näher. Hall wird nicht Hall ausgesprochen, sondern Haul. Und ist nichts weiter als die Ghetto-Slang-Abkürzung für Hals-Maul. Den von Langenscheid sollte man dafür eigentlich die Eierpfeile entziehen. Aber ist okay, ich zieh mir jetzt den Earthporn rein und gehe danach shippen, bis der Disco-Pumper kommt. Meine lieben Pansen, das war's wieder mit einer weiteren Folge von Hydrated. Und habt ihr Bock auf weitere Jugendwörter, schreibt's mir doch einfach in die Kommentare. Nicht diesen, aber nächsten Samstag bin ich übrigens auf der Gamescom zu finden. Seid live dabei, wie ich mich auf der Gamescom-Bühne entkleide und oder eure Brieftaschen klaue. Und ihr wisst ja, wenn ihr nicht vorbeischaut, breche ich bei euch zu Hause ein. Das war's.